Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Da ich in den letzten Folgen gezwungenermaßen schnell Vorlauf machen musste, gibt es heute Gott sei Dank wieder eine normale Folge. Ja, wir haben jetzt angefangen, hier ein Fachwerkhaus zu errichten. Und dafür besorge ich jetzt auf jeden Fall nochmal Holz. Auf jeden Fall jede Menge Holz brauchen, weil es doch noch ein Stückchen Arbeit ist, bis das fertig ist. Bäume haben wir Gott sei Dank genug drumherum. Noch einige Wochen ins Land gehen, bevor die Folge rausgehauen wird. Allerdings hatten wir heute, das heißt wir, die Griechen hatten heute ihr Referendum, ob sie diesen irrsinnigen Sparkurs weitermachen wollen oder nicht. Ich bin sehr froh, dass das griechische Volk sich dagegen entschieden hat.
das, was mittlerweile wirklich von denen gefordert wurde, beziehungsweise erpresst wurde, kann man leider nicht mehr anders sagen als wirklich Erpressung, was da veranstaltet wird, ist echt unzumutbar. Die sollen ganz normal ihren Schuldenschnitt machen, Staatsbankrott und so. Ist ja nichts Neues. Seit 1800 hat Deutschland übrigens 8-mal den Staatsbankrott gehabt. Griechenland hatte seit 1800 5-mal den Staatsbankrott. Und beide Länder existieren noch, keins ist untergegangen. Ist einfach bei diesem Zinseszinssystem einfach eine notwendige Maßnahme, dass man abends mal die Schulden kappt. Rauskommt, werdet ihr vermutlich schon die Ergebnisse sehen, beziehungsweise die Nachverhandlungen und noch das große Geheule unserer Politiker, die anscheinend von solchen demokratischen Entscheidungen nichts halten. Klares Zeichen, dass es in Deutschland zum Beispiel keine Volksentscheide gibt. Dass wichtige Themen einfach von Politikern unter sich ausgemacht werden, egal was das Volk denkt. Und das Ganze nennt sich dann Demokratie. Deutschland ja sowieso nur eine indirekte Demokratie, das heißt, wir dürfen nur Politiker wählen. Ob die nun das tun, was wir wollen oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Das Geheul war genauso groß, als damals die Schweiz gegen die Personenfreizügigkeit abgestimmt hat. Ist denen ja gutes demokratisches Recht, sich einfach mal gegen etwas zu entscheiden. Auch wenn unsere Politiker ja wieder mal anderer Meinung waren, das was ja gar nicht geht. Ich nicht echt, was in so einem Politiker vorgeht, der dann auch sagt, wir müssen irgendwelchen Ländern dann noch mit Bomben Demokratie bringen, und selber uns selbst noch gar nicht funktioniert. Heute gehört habe von unseren Politikern ist, dass es ja Erpressung wäre, was Griechenland da jetzt macht. Also das Volk entscheiden zu lassen, dass man den Mist nicht mitmacht, ist also Erpressung. Ich habe hier was vergessen.
kein einziger Staat dieser Erde kann jemals irgendwann seine Schulden zurückzahlen. Das System ist so aufgebaut, dass man immer Schulden haben muss, weil wir aktuell in einem Schuldgeldsystem leben. Wenn man bei der Bank Kredite aufnimmt, wird das Geld mehr oder weniger komplett erschaffen. Ist eigentlich mal interessant, wenn man sich darüber informiert. Ich persönlich wollte es am Anfang nicht glauben. Oh Gott, der hat mich gerade erschreckt. Seine Schulden zurückzahlen könnte. Die einzigsten Schulden, die zurückgezahlt werden, sind mehr oder weniger Fristverlängerungen. Es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Weise irgendwann mal komplett ohne Schulden dastehen könnten, weil diese Last durch die Zinsen und Zinseszinsen einfach viel zu groß ist, um die jemals bewältigen zu können. Und das ist bei den Griechen so, das ist bei uns so und das ist auch in Amerika so. Es ist dann einfach scheinheilig zu sagen, Griechen wollen ihre Schulden nicht zurückzahlen. Die sind jetzt einfach an einem Punkt, wo sie sagen, sie können es nicht mehr. Und im Allgemeinen Griechen jetzt plötzlich die Rente so stark zu kürzen, dass er nicht mehr überleben kann, ist halt dann auch keine Lösung. Hat damals Griechenland in die EU geholt, beziehungsweise in den Euro, obwohl man ganz genau wusste, dass die wirtschaftlich nicht stark genug sind. Jetzt hat man halt dieses Ergebnis und muss damit leben. Ist halt auch eine Sauerei. Griechen dann praktisch nicht aus dem Euro rauszulassen, damit er seine Wirtschaft dementsprechend anpassen kann. Durch Inflation zum Beispiel. Durch Inflation und Deflation kann man ja den Wert des Geldes steuern. Diese Möglichkeit haben die einzelnen Staaten durch den Euro nicht mehr. Das heißt, sie sind auf Gedeih und Verderb an diese Währung gekoppelt. Ja. Keine gesunde Wirtschaft mehr hervorbringen.
meiner Meinung nach in diesem Zinssystem, das wir aktuell haben, sowieso nicht möglich ist. Von einer gesunden Wirtschaft zu sprechen, ist wieder ein anderes Thema. Einmal unten, wo der Stein ist. Das wird entweder eine Werkstatt oder ein Laden. Hey, ich hab dich gar nicht angeguckt, was machst du hier oben? Der Akro auf mich. Ich hab nichts gemacht. Ich hätte schlafen sollen.
Okay, wir haben die 20 Minuten mal wieder überschritten. Ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.